Herzlich willkommen zu meinem 11. Video aus der Reihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Schauen wir uns die Welt an. Hier haben wir Kara, hier haben wir einen Fliegenpilz, dann haben wir den Baumstumpf. Kara soll eben geradeaus loslaufen und wenn sich links von Kara ein Pilz befindet, das wäre dann wieder Fall, dann soll er sich nach rechts drehen und weiterlaufen. Wenn sich Kara, also wenn sich rechts von Kara ein Pilz befindet, soll er sich nach links drehen und weiterlaufen. Und Kara soll so lange laufen, bis er zu einem Baumstumpf gelangt. Das wäre in diesem Fall hier dann dieser Baumstumpf. Und im eigenen Listing soll man jetzt eine eigene Funktion, also aus dem Bereich Boolsche Ausdrücke, sich schaffen. Also nicht zu verwechseln hier mit den Prozeduren, sondern hier aus dem Bereich der Boolschen Ausdrücke. Und soll dann hier dieses Programm dann lösen. Schauen wir uns mal an, wie die Lösung ausschaut. Der Kara dreht sich bei mir immer, wir werden gleich sehen, warum er sich immer dreht. Jetzt hat er hier festgestellt, dass er hier beim Fliegenpilz ist, geht einen Schritt weiter und kommt dann hier zum Baumstumpf und hört dann letztlich auf. Ich habe hier diese Main-Prozedur und habe dann hier, hier wieder eine Weilschleife hineingegeben, while not tree front, also solange er nicht vor einem Baumstumpf steht, wie wir es hier haben. Und dann if Pilz links, dann sieht man schon, dass das hier in grüner Farbe gehalten ist, das ist ein Boolscher Ausdruck. Ich habe hier dieses Programm dann erweitert, hier um diese Funktionen Pilz links und Pilz rechts. Also fragt er ab, ob ein Pilz links ist oder ein Pilz rechts ist. Wenn er Pilz links wäre, dann müsste er sich nach rechts drehen, turn right. Und wenn sich rechts einer befinden würde, dann müsste sich turn left machen. Wenn er das hier abgefragt hat, also sich entschieden hat, ob er sich rechts oder links dreht und ob überhaupt eben ein Pilz da ist, links oder rechts davon, dann muss er hier einen Schritt machen. Ich habe hier dann diese Funktionen, Pilz links. Heißt dann letztlich, dass er sich zuerst immer nach links dreht, um zu schauen nämlich, ob sich links etwas befindet. Weil vor sich kann er ja sehen, ob sich ein Pilz befindet, nämlich Mushroom Front. If Mushroom Front, also wenn sich einer von ihm befindet, nachdem er sich hier rüber gedreht hat, schauen wir uns das einmal so an. Ich drehe das hier nach links, dann befindet sich vor ihm dann dieser Fliegenpilz, den kann er ja sehen, schon von Haus aus. Wenn er sich einer von ihm befindet, soll er sich dann nach rechts drehen, wieder zurückdrehen und Return True herausgeben, das ist diese Return-Anweisung mit Boolschen Werten und gibt dann praktisch hier dann zurück, ja, es befindet sich dann ein Pilz links davon und er dreht sich nach rechts. Wenn sich eben keiner befindet, dann gibt er zurück False, dreht sich ebenfalls wieder nach rechts zurück, weil er dann hier weiterschauen soll. Dasselbe ist dann hier in der Art und Weise mit Pilz rechts passiert. Wenn sich eben ein Mushroom für ihn befindet, das halt auf der anderen Seite, soll sich wieder zurückdrehen und dann wieder True zurückgehen. Nochmal zur Erinnerung, Return schließt hier immer diese einzelnen Bereiche ab und wenn das Programm dann hier bei Return angelangt, springt er aus diesem gesamten Block dann, Anweisungs-, Steuerungsblock dann wieder zurück. Und somit haben wir dann erklärt, wie Kara draufkommt, ob sich jetzt links von ihm ein Pilz befindet, wie in dieser Funktion und wie er dann feststellt, ob sich rechts von ihm einer befindet. Er dreht sich praktisch um, schaut nach, gibt dann die entsprechenden Werte dann zurück, ob es eben der Fall ist mit True oder eben dann mit False.